Was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Rahim. Ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim. Seid hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal auf der ganzen Welt. Wirklich, versprochen. Denn dieser Kanal beinhaltet gute Qualität. Gute Qualität. Und mich, Rahim. Ich sag's nur immer wieder gerne, weil ich meinen Namen manchmal vergesse. Leute, folgendes. Ich habe gesehen, dass die Uhr fast explodiert. Nicht meine am Handgelenk, ja, sondern die hier. Wir sind fast bei 38.000. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich sag's aber trotzdem nochmal gerne, falls ihr noch nicht abonniert habt, aber macht das einfach jetzt. Denn der Kanal ist vor den 100.000, seid ihr auf jeden Fall noch cool dran. Und nicht vergessen, auf Instagram. Oh, hat sich gereimt. Bin ich auch aktiv. Wir checken heute ab Casey Rebel featuring Gringo mit Badewanne. Produziert von Judy. Ich kriege nur eine Macke. Ich bin am Check-in in der Lobby. Schweb auf Wolke 7, ganz dem Jackie und dem Body. Geh aufs Zimmer und snappe eine Story. Ich wollte gerade sagen, hä? Wo kommt denn? Wie ist denn jetzt aus der Gummiente eine echte Ente geworden? Mega süß, Alter. Badewanne voller Schaum, als hätte ich keine Hobby. Eigentlich wollte ich gerade was sagen. Und zwar, wieso sind die ausgeblurrt? Das ist ja krass. Kunstwerke, ja, okay. Sind anscheinend, okay. Wir haben hier eben diese Melodie, dieses Sample. Was irgendwie so ein Blasinstrument, Flöte vielleicht. Eine gewisse, bestimmte Art von der Flöte. Und dann eben eine Oktave hochgepitcht. Wir sind klassisch hier wieder im Trap-Stil. Ja, ist gut gemacht auf jeden Fall. Zimmer und snappe eine Story. Badewanne voller Schaum, als hätte ich keine Hobby. Kein Pardon, kein Excuse. Wir haben aber nicht so eine klassische Snare, sondern echt wie so ein Hobby. Wie so ein Rimshot. Snappe eine Story. Badewanne voller Schaum, als hätte ich keine Hobby. Kein Pardon, kein Excuse me und kein Sorry. Ist er mit den Schuhen im Pool? Ich habe jetzt viel zu oft gestoppt am Anfang. Ich weiß, aber es passiert so viel Interessantes gerade. Kein Sorry, bin nicht nur irgendwo ein Rapper, ich bin Promi. In der Fresse ein Bobby und im Becher eine Molly. Dieses Leben schmeckt so lecker wie ein Lolli. Also diese Percussion, die im Hintergrund läuft, ist überhaupt nicht trappig. Kommt mir aber irgendwie sehr bekannt vor. Vielleicht, ich meine, gut, es sind auch klassische Percussion-Sounds, die hier benutzt wurden. Aber irgendwie sehr bekannt. Naja. Gut, hören wir weiter. Chille in der Badewanne, in der Badewanne. Tagelange Party in der Badewanne. Ein paar Badelatschen und ein Seidenbademantel hängen vor der Badewanne. Vor meiner Badewanne. Zu viel Anfragen hier, zu viel Anfragen da. Ich komm einfach nicht mehr hinterher. Dort drüben ist die Badewanne. Geile Shots unter Wasser, vor allem das ganze Zimmer unter Wasser und dann die Badewanne da zu haben, sehr, sehr geil. Zu meiner Badewanne, check. Ich paff Zigarre in meiner Gringo Badewanne. Gringo Flow, ey. SLS Brabus, Penthouse Hilton, chill im Wintergarten, Ort Kali kiffen. Ich kannte Gringo bisher noch gar nicht, ne, falls jemand da noch Infos hat, kann er das gerne in die Kommentare schreiben, aber ich bin jetzt gerade sehr verwundert, weil direkt Haftbefehl-Vibes hier aufkommen, so wie er hier einsteigt. Das ist sehr verwunderlich irgendwie. Okay, gut. Im Wintergarten, Ort Kali kiffen, Herz boom, Betty boom, lass mich in Ruhe, hab zu tun, Kofferzoom, blöde Kuh, Pocket Wacke, Packet packen, böse Lage, mein Atze hat Glatze und ne Schafe. Der eine sitzt Knast, zählt Tage. Ortag macht weiter, bezahlt Haftstrafe. Keine Luft. Ich finde, dass Gringos Stimme im Mix kommt mir viel leiser vor als von Summer. Ach, von Summer. Von Casey, sorry. So viel Dummer, Druck in Lunge, Richtung Skull Island Ruder. Blubber, blubber, Joint Pause, Mimus. Müssen wir mal vergleichen, Ari. Badewanne, zu viel Anfragen hier, zu viel Am... Nee. Mann, Druck in... Raffe! Keine Luft. Ein Atze hat Glatze und ne Schafe. Der eine sitzt Knast. Drüben ist die Badeschlange. Zu meiner Badewanne. Doch. Ja, doch. Ist schon ein Stück leiser. Ist schon ein Stück leiser, auf jeden Fall. Sagt, macht weiter, bezahlt Haftstrafe. Keine Luft, zu viel Dummer. Druck in Lunge, Richtung Skull Island Ruder. Blubber, blubber.
viel am Fragen hier, zu viel am Fragen da. Ich komm einfach. Geil, auch irgendwie. Auch was Erfrischendes, ein bisschen was anderes, einfach durch die Drum-Selection, also das, was hier an Sounds ausgewählt wurde, ist es einfach schon, klingt es interessanterweise wirklich, ist so ein, da ist halt nicht diese typische Trap-Snare drin oder sowas, das ist schon sehr cool. Und dann ja, ansonsten schon der 808-Bass. Nicht mehr hinterher. Ja, der da unten die ganze Zeit durchwummert und den Teppich legt, aber finde ich hier nicht unangenehm, also ist hier sehr, sehr geil umgesetzt im Endeffekt, auch wirklich vom Mixing her, so wie hier das Sounddesign ist von diesem Sub-Bass, sehr, sehr, sehr gut, voll on point. Drüben ist die Warteschlange zu meiner Badewanne, ich paff Zigarre in meiner Badewanne. Ist sogar so, dass der Sub-Bass, also die 808, hat eben einen Drive drauf, so eben leicht verzerrt, angekratzt mit einem Verstärker und Verzerrer vielleicht. Naja, auf jeden Fall. Genau, und was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Ist genau in den Obertönen ist das so eine, da sind eben Obertöne drin erstmal, die wirklich, keine Ahnung, vielleicht 3 Oktaven höher, da wirklich genau die Bassline auch mitspielen. In meiner Badewanne. Also so ein, wie beschreibt man das denn? Das ist immer das Schwierige. Ich weiß nicht, warum ich mir das ausgesucht habe, aber das ist eigentlich wirklich, hört mal ganz genau hin. Es klingt so, wie als ob, wenn ihr einen richtig fetten Subwoofer hättet, ja, also das, so ein Speaker und da eine Anlage eben habt, wo dann der Bass richtig stark ist, ja, oder eben nur einen Subwoofer, gibt es manchmal ja auch, dass man irgendwie so 5.1 Anlagen oder sich sowas ähnliches kauft, wo dann Subwoofer einzeln dann rumsteht, und wenn ihr da dann irgendwas drauf habt, wie eine Münze zum Beispiel, aus Metall, und die dann anfängt, durch die Schwingungen mitzuschwingen und zu wackeln, macht die so kleine Vibrationsgeräusche. Und das haben wir hier auf dem Sub drauf, also auf dem Bass. Ne, hört man ganz genau hin. Ich paff Zigarre in meiner Badewanne. Taschen sind voll, Wanne ist voll. Toll, genau hier spielt er nicht mehr. Ich paff Zigarre in meiner Badewanne. Taschen sind voll. Wisst ihr, was ich meine? Also da, ihr habt wirklich in den Obertönen, in der Harmonie, aber eben oben spielt der Bass genau auch nochmal Töne. Das ist wirklich sehr, sehr clever und interessant, eben dadurch, dass man viel heutzutage auf Endgeräten hört, die im Sub-Bass-Bereich oder Bass-Bereich eben nicht so präsent sind oder das eben nicht wiedergeben können, wie zum Beispiel Smartphones, Laptops, Fernseher oft auch nicht von selbst. Ist dann, habt ihr natürlich irgendwie nochmal eine Anlage extra dran. Hört man den Bass eigentlich gar nicht. Man kann das aber eben trotzdem, sag ich mal, bemerkbar machen, diesen Bass, indem man einfach diesem Bass Harmonien gibt oder Obertöne gibt, die dann eben genau das gleiche spielen, aber auf einer anderen Frequenz. Wenn man dann aber auf Anlagen hört, wo man so Bass hat, muss man, das ist dann noch ein Vorteil, man muss es im Mix, diesen Bass nicht so laut ziehen, damit er irgendwie präsenter wird. Er wird einfach nur präsent dadurch, dass er auf mehreren Frequenzen stattfindet, auf dem EQ, ja. Und dann eben in diesem Sub-Bass-Bereich, aber hat dann eben oben in den Höhen irgendwo, oder ja, eher so mitten, obere Mitten, dann eben auch was. Es kann auch in den Höhen sein, hier ist es schon relativ hoch, muss man sagen, aber er findet eben nicht nur in einem eingeschränkten Bereiche statt. Ich kann ja mal mein EQ von meiner Stimme mal zeigen. Nur so als Beispiel. Das ist jetzt nicht die Musik, aber hier könnt ihr sehen, wie ein Equalizer aussieht. Das ist eben Frequenzband von hier. Ich hoffe, ich kann euch das jetzt überhaupt richtig darstellen. Auf jeden Fall eben von normalerweise 20 Hertz bis 20.000 Hertz. Hertz. So. Und der Sub-Bass ist dann eben hier unten, würde der dann immer stattfinden. Und das ist das, was ihr auf dem Smartphone zum Beispiel eben dann nicht hört. So, ist die Kamera ausgegangen. Wenn ich jetzt hier unten zum Beispiel ein Peak habe, also so eine Kurve, die hier schön nach oben raussticht, wie jetzt hier zum Beispiel bei meiner Stimme, ist das hier in diesem Bereich,
seht ihr aber auch, dass parallel hier in diesem Bereich und diesem Bereich und diesem Bereich und diesem Bereich auch Peaks sind. Das heißt, meine Stimme findet nicht nur auf einer Frequenz statt. So, und das ist das, wovon ich spreche und versuche zu erklären. Das heißt, wenn ihr hier unten einen Peak habt im Subbassbereich, wieso ist denn die Kamera? Da. Im Subbassbereich, dann könnt ihr hier oben zum Beispiel dann eben auch einen haben. Und hier in der, hier bei dem... Wanne ist voll, Hallen sind voll, Mama ist stolz, Album ging Gold plus Singles ging Gold. Ich frage mich noch, wohin es gehen soll. Chille in der Badewanne, in der Badewanne, tagelange Party in der Badewanne. Ein paar Badelatschen und ein Seidenbademantel hängen vor der Badewanne, vor meiner Badewanne. Ich würde ja jetzt, ich kann ja mal einen Visualizer mal aufmachen und gucken, ob es funktioniert. Zu viel Anfragen hier, zu viel Anfragen da, ich komm einfach nicht mehr hinterher. Dort drüben ist die Warteschlange zu meiner Badewanne. Ich paff Zigarre in meiner Badewanne. Cooles Ding. Ah. Ich hab's fast geahnt, dass es am Ende vielleicht sogar nur der Beat dann wieder spielt, das weiß man ja aber immer nicht vorher. Auf jeden Fall, hier hört man es jetzt perfekt, wenn die Stimme nicht drauf ist. Ja. Ich bin gestorben hier. Ja, so Unterwasseraktion. Ich habe mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich nicht ohne ist. Ja, ist halt schon gefährlich tatsächlich. So, ja, sehr geiles, rundes Ding. Freut mich da ein bisschen. Ich versuche gerade noch, ich gucke gerade, ob ich den Visualizer vielleicht noch hinbekomme. Aber naja. Gut, es freut mich auf jeden Fall, dass man hier in der Rap-Musik dann doch nochmal ein bisschen Abwechslung bekommt. Hat wirklich was Frisches, also finde ich sehr, sehr gut. Achso, ich gucke nochmal, Lautheit war übrigens auch sehr, sehr on point. Alles super, super laut gewesen, Mix, und also war echt, kann man nichts sagen. Vielleicht kann man hier noch raussehen, wer das Ganze gemischt und gemastert hat. Wir gucken hier gemeinsam mal eben noch rein mit der Notiz, dass ihr mich auch gerne auf Instagram folgen dürft. Abonnieren dürft. Ne, steht nur der Producer Judy. Kann sein, dass er vielleicht das Mixing sogar tatsächlich auch selber noch gemacht hat, aber das Mastering wahrscheinlich abgegeben. Das ist im Normalfall immer sehr sinnvoll. Einfach aus dem Grunde, dass man da mehrere Ohren nochmal drüber laufen lässt, weil man dann doch irgendwie den Überblick verliert mit der Zeit, wenn man so viel Zeugs da, wenn man so lange an einer Produktion ist und so, und dann, nee, dann gibt es wirklich Engineers, die super drauf spezialisiert sind. Also, Leute, wenn ihr was mitnehmen und lernen konntet, lasst gerne ein Abo da, Glöckchen nicht vergessen, denn ihr wisst, Glocke ist Ehre, und ich würde sagen, bis zum nächsten Video.